Freunde der Nacht, endlich eine Roomtour, wie von euch gewünscht. Gleichzeitig auch hier von innen unsere Haustour sozusagen. Denn das, was ihr als erstes seht, ist unser Treppenhaus. Schaut euch mal dieses geile Altbaugebäude an. Ich wollte es euch unbedingt nochmal zeigen. Das ist so typisch Genf. Alles schön Altbau, aber einfach in Schach gehalten. Ja, dann geht's zu uns rein in den Eingang. Da ist die Fee, Kuckuckfähchen. Links ist unser Bad, unser Badezimmer. Da gucken wir nicht rein. Es soll für Patrick privat bleiben, sagt er. Rechts geht es zu unserem Schlafzimmer, da ist auch eine Tür, da schlafe ich. Dann dahinter rechts das Wohnzimmer und links die Küche. Wir gehen als erstes rechts hier ins Wohnzimmer. Seht ihr die Möbel, alle hauptsächlich, worauf wir sehr geachtet haben, diesmal in der Wohnung in Genf, dass alles so natürlich wie möglich ist. Alles aus Holz, Steingut, so viel wie möglich. Aber hier erstmal als erstes unsere Aussicht aus dem Wohnzimmer. Ich liebe es. Die Berge im Hintergrund. Schaut euch mal den Sonnenuntergang an. Den zeige ich euch gleich nochmal. Genießt mal kurz. Ja, das ist wirklich herrlich. So, hier seht ihr unsere Möbel. Das ist alles, also der Tisch und der Puff, der ist von Zara Home, genauso wie hier auch der Sessel, der Hocker. Unser Teppich ist ein Jute-Teppich von IKEA. Die Couch ist auch von IKEA. Der Puff hinten ist auch von IKEA, der also hellgraue, grünliche. Der Tisch ist Zara Home, wie gesagt, und das Steingut da drauf ist auch von Zara Home. Wir haben wirklich darauf geachtet, dass wirklich alles aus Steingut ist, fast kein Plastik, alles Naturmaterialien sind, hauptsächlich. Ja, es kann nicht, geht nicht alles, aber meistens. Da oben ist die zweite Etage, da kommen wir aber gleich zu. Wir haben hier in der Mitte des Raumes noch einen riesen Baum, der ist echt stehen mit eingepflanzten Paleas, die ich sehr liebe, die ich auch in Düsseldorf habe in der Wohnung. Bevor wir aber weitermachen, wollte ich euch unseren heutigen Sponsor des Videos vorstellen. Und zwar ist das geilerweise die Hundeo-App. Freunde, wirklich, ist das nicht geil? Ich habe mich so gefreut über diese Anfrage, denn diese App kann dir über 300 Tricks, Spiele, Rezepte und Kurse zum Hund beibringen und zeigen. Ich habe der Faye hier aus der App Platz beigebracht. Sie kannte bisher nur Sitz und wie ihr seht, mit dem Handzeichen und dem Leckerli geht das ganz wunderbar. Ich habe mich total gefreut. Ich habe die App wirklich auch über 1,5 Monate getestet, bevor ich sie auf Instagram und euch hier auf YouTube zeige. Es ist wirklich Schritt für Schritt erklärt, per Video und per Text. Das heißt, ihr versteht es wirklich. Kein Spaß. Es ist einfach zu verstehen. Hier nochmal in Großaufnahme. Es gibt noch so viel mehr wie Sitz, Bleib, Augenkontakt, Leine anlegen, High Five, Umwerfen von Flaschen, Anstupsen der Nase. Was haben wir hier noch? Genau, Beine kreuzen. Bellen, springen, also alle Tricks könnt ihr dem Hund hier beibringen, aber es gibt nicht nur Tricks, sondern auch wirklich Erziehung und da beginnt das hier zum Beispiel schon bei der Welpenerziehung oder Grundkommandokurse, was alles dazu gehört zum Grundkommandokurs, hier zum Beispiel die Leinenführigkeit. Oder, was haben wir hier noch? Platz aus bei Fuß und komm. Hier bei Fuß, ganz extrem bei einem Malinois mal gezeigt. So sieht es aus bei Trainingshunden, aber ist natürlich hier sehr extrem dargestellt. Aber ihr seht ja, was hier alles möglich ist mit der App. Ja, also ihr könnt es wirklich machen. Ich habe die auf Herz und Nieren geprüft. Die ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Hier sind dann die Welpenkurse angezeigt, von den Welpengrundlagen bis zum Welpenkaufen, ja, worauf man achten muss. Hier ist wirklich alles erklärt mit einem Klickerton, hört mal den Klickerton, ne, und auch die Pfeife, das heißt, und die Töne sind wirklich 1:1. Ihr braucht also kein extra Equipment, um eurem Hund etwas beizubringen. Ihr könnt einfach die App downloaden und loslegen.
Tricks, Spiele, Rezepte, Kurse, es ist alles dann inklusive. Wirklich, es ist der Hammer. Die ganze App findet ihr in jedem Download-Store. Und im Moment ist sogar die App in einem Sonderangebot oder einem speziellen Angebot, denn sie kostet normalerweise 79,99, soweit ich weiß. Genau, jetzt wird es auch eingeblendet. Das ist der normale Jahrestarif und im Moment gibt es den noch für 35,99. Keinen Spaß. Und es lohnt sich wirklich. Ich habe die auf Herz und Nieren geprüft. Ihr könnt die auch 7 Tage erstmal checken, kostenlos testen, bevor ihr euch da verpflichtet. Es sind auch keine versteckten Kosten. Probiert es einfach aus. Ihr braucht keinen Hundetrainer mehr, denn die erklärt euch alles, diese App. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter im Video. Dann die Küche, wie man sieht. Die ist auf der anderen Seite vom Wohnzimmer sozusagen in Großformat. Und das sind unsere Utensilien. Das ist übrigens das Fenster, wo es rausgeht zum Innenhof sozusagen. Man geht also da so über die Brücke vor uns zu uns nach Hause, praktisch in die Wohnung. Ja, das sind unsere Ablage, was wir alles so benutzen. Auf unserem Drehteller habe ich hier meine Paella, da ist ein Stück abgefallen, die züchte ich gerade weiter. Links hier ist unser Balsamico-Essig drin, da ist das Kokosnussöl, das ist ein richtig geiles Olivenöl. Mein Matcha in dem Schwarzen ist drin, hier ist ein Espresso-Schaummaker, damit trinke ich jeden Morgen meinen Matcha, der ist übrigens richtig gut, kann ich empfehlen, by the way. Und ja, Nahrungsergänzungsmittel etc. Das hier ist unsere Sitzgruppe, unser Esstisch und unsere Stühle. Die Stühle sind von West Wing. Tisch ist hier von dem Interior Design Store, den gibt es nur hier in Genf. Und hier sieht man das nochmal, der ist aus Marmor, der Tisch, der ist so geil übrigens. Der ist zwar extrem massiv und schwer, aber richtig geil. Das Bild ist ein handgemaltes Bild, original aus Paris. Den habe ich von einem Straßenstand mitgenommen, von einem Straßenkünstler. Die Karaffe aus mit Wasser, die ist auch vom H&M Home. Und jetzt gehen wir mal hoch in die zweite Etage. Hier ist das zweite Schlafzimmer. Kuckuck, Chicolino ist auch am Start. Ja, mein Junge, mein kleiner Chicolino, obwohl eigentlich Chicago heißen, nicht hier immer Chicolino. Das ist irgendwie süßer. Ja, hier oben auf der zweiten Etage schläft der Patrick tatsächlich. Also wir haben das so gemacht, im Spiegelkuckuck bin ich übrigens hinten, dass er oben schläft und ich unten. Mit den Hunden schläft er oben, damit er seine Ruhe hat. Besonders, ja, jetzt auf dem Level des Fußballs braucht er einen sehr ruhigen und guten Schlaf. Und den kann er am besten haben, wenn er alleine schläft oben. Wir haben eine Klimaanlage rechts. Wir haben hier oben auch alles aus Holz. Von Zara Home ist das hier oben eigentlich alles. Wie ihr sehen könnt, das Regal hinten in der Ecke links ist übrigens von IKEA. Die Kleiderstange ist von Zara Home. Das Regal ist von IKEA. Die Bücher, mein The Secret, meine Bibel. Die Lampe, die Nachttischlampe, haben wir 2 von. Auf jeder Seite ist von H&M Home, der Hocker von Zara Home. Und das Steingut von Zara Home. Alles, was ihr hier seht, ist eigentlich aktuell Zara Home. Auch hier der obere Jute-Teppich auf der ersten Etage. Der ist auch von IKEA. Die sind da übrigens richtig günstig, die Jute-Teppiche. Ja, würde ich echt empfehlen, wenn ihr euch für diese Naturprodukte entscheidet, diesen Teppich bei IKEA zu holen. Der ist der am günstigsten. Und das ist die Aussicht von oben runter. Ist das nicht Hammer? Ich liebe diese Wohnung, ne? Die ist einfach geil. Die ist so geil. Wir haben die damals gesehen. Ich wollte die haben und wir haben die auch gekriegt, ne? Direkt beim ersten Anlauf. So, hier oben ist das andere Badezimmer. Das ist mit Badewanne. Das hier benutzt der Patrick oben eigentlich hauptsächlich. Ich gehe hier nur zum Baden hin, weil unten in dem anderen Bad haben wir nur eine Dusche. Und wenn ich baden möchte, gehe ich oben hin zu ihm. Musik
Das kleine Regal hier ist auch von IKEA und auch die Badewannenablage ist von IKEA. Und unsere Handlotion sehen wir immer von Rituals, weil wir die unfassbar geil finden wegen dem Geruch. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein Link zu der Hunde-App findet ihr unten in der Infobox. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke für die Bewertung und für ein Abo. Dann hoffentlich bis bald. Tschüss.